So, Freunde, und an der Stelle hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Und wir schauen mal, wo wir als nächstes hinfliegen. Wir haben jetzt hier einige der Nebenmissionen schon abgearbeitet. Die Cornucopia, oder wie man sie auch nennen möchte, die haben wir hinter uns gelassen. Caspian haben wir abgearbeitet. Dann haben wir hier noch Matano, da wollen wir auch noch mal kurz hin. Dann haben wir nämlich hier zumindest diesen kompletten Bereich hinter uns gelassen, möchte ich sagen. So, hier haben wir ein großes Sonnensystem, wahrscheinlich schon relativ alt. Wir fangen außen an. Was gibt's hier zu sehen? Super, er weist die Zusammensetzung eines Eiszwergplaneten auf, ist aber für einen solch einen Himmelskörper ungewöhnlich groß. Die dünne Atmosphäre besteht aus Krypton und Xenon. Die gefrorene Oberfläche ist durchsetzt mit verengt versprengten Vorkommen an Kalium und Leichtmetallen, die durch kryovulkanische Prozesse an die Oberfläche befördert wurden. Supais vereiste Oberfläche wurde von passierenden Handelsschiffen oft als Trinkwasserquelle verwendet. Seitdem die Allianz ihren Anspruch auf Chaska erhoben hat, berechnen im Orbit platzierte Satelliten jedem auf der Welt landenden Schiff automatisch den entsprechenden Betrag für die der Oberfläche entnommenen Wassermasse. ExoGenny hatte es nicht leicht, diese Satelliten einsatzfähig zu halten. Häufig kam es zu Unfällen durch Zusammenstöße mit von Schiffen ausgestoßenen Trümmerteilen. Ja, komisch. Ja, das nennt man auch Wegelagerei. So, Leichtmetallvorkommen haben wir entdeckt. Magnesium, ein größeres Vorkommen. So, dann haben wir hier so einen Asteroidengürtel. Dann haben wir hier Ilapa. Oh, das ist eine heiße Welt. Ilapa ist ein rubinroter Wasserstoff-Helium-Gasriese, dessen ungewöhnliche Farbe durch die Verschmutzung der Atmosphäre zustande kommt. Zu dieser Welt gehören 120 Monde, eine der höchsten Gesamtzahlen unter allen bekannten Systemen. Sobald die Kolonisierung Chaskas im vollen Maße beginnt, wird im Ilapa-System vornehmlich auf dem großen Eismond Kuniraya eine Infrastruktur für die Helium-3-Gewinnung errichtet werden. Okay. Apo, wie Apotheke, ist eine felsige Welt voller vulkanischer Basaltgebirge, die ständig von geologischen Aktivitäten erschüttert wird. Zwar gibt es hier nicht viele aktive Vulkane, aber die Kontinentalplatten schieben unaufhörlich neue Gebirge auf, wodurch die Landschaft ständig verändert wird und sich neue Hänge bilden. Apo hat eine dichte Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenstoffmonoxid. Aufgrund der ununterbrochenen Erdbeben und Erdrutsche ist die Erforschung der Oberfläche nicht empfehlenswert. Die trümmerbedeckten Wracks von einem halben Dutzend Forschungsschiffen bilden ein stummes Zeugnis für die Instabilität des Planeten. So, dann haben wir noch Chaska. Chaska ist eine große Welt von geringer Dichte, die ihrem weiter innen liegenden Nachbarn Inti im Wesentlichen gleicht. Wie auch Inti umläuft Chaska Matano in gebundener Rotation. Weil immer dieselbe Seite der Sonne zugewandt ist, gibt es eine glühend heiße Tag- und eine eisige Nachtseite, in der in den gemäßigten Zonen um die Schattengrenze herum liegen die Temperaturen im Schnitt bei rund um die 30 Grad Celsius. Zusammen mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre erlaubt dieser schmale Streifen bewohnbaren Terrains eine begrenzte Kolonisierung durch Menschen. Chaskas Ring ist einzigartig. Es hat den Anschein, als handele es sich in Ermangelung eines besseren Ausdrucks um ein gewaltiges Stück außerirdischer Installationskunst. Die Ringe bestehen aus kleinen Stücken synthetischen Materials und sind vom Weltraum aus fast sichtbar. Für einen Betrachter am Boden fangen sie das Licht Matanos ein und streuen es auf malerische Weise. Es ist unbekannt, wann und von wem dieser Ring geschaffen wurde. Chaska befindet sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und es gibt kaum mehr als ein paar über die Oberfläche verstreute Pionierteams. Man ist noch dabei, Informationen zu den örtlichen Gefahren und zur Ökologie zusammenzutragen, während auf der Erde eine gewaltige Rekrutierungswelle für Kolonisten vorbereitet wird. Ja, da mache ich mir andere Gedanken. Und zwar, wenn das ja eine gebundene Rotation ist, wie auch der Mond, und wir an der Tag-Nacht-Grenze leben, dann ist es ja immer hell oder dämmerig und nie dunkel. Komme ich gleich nochmal dazu, wenn wir da landen. Inti ist ein terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Ammoniak und Helium. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Natriumoxid mit Vorkommen an Magnesium. Seine Dichte ist eher gering, weshalb er Matano in gebundener Rotation umläuft. Inti ist eine wenig bemerkenswerte Welt, der kaum mehr als ein oberflächlicher Scan nach Liegeplätzen von Piraten zuteil wird, wenn Patrouillen der Allianz das System anfliegen. Ja, und genau das meine ich mit der gebundenen Rotation, während wir hier landen. Ja, wie scheiße ist das denn, wenn du nie Nacht hast? Also ich meine, die einzige Nacht, die du hast, ist, wenn quasi der andere Planet. Ich möchte Ashley mal wieder mitnehmen. Wobei, also sie nicht mehr. Liara ist auch dauernd umgekippt. In der Kombi waren wir eigentlich immer am stärksten.
Ja, wenn du immer Tag hast, kannst du halt in die Nacht kannst du hinfahren. Und wir werden abgeworfen, wie schön. Kein Wunder, dass die Vorderachse immer am Arsch ist. Und oh, hier gibt es viel zu entdecken. Hier ist schon mal eine Anomalie. Und ich sehe auch, ich habe den Timer vergessen zu starten. Also mal wieder Überlänge incoming. Und wir fangen mal hier an zu erforschen. Ja, wenn du quasi immer Tag oder immer Nacht hast, das ist doch, also viele Menschen, ich war selbst noch nicht da. Ich werde mal irgendwann mit dem Motorrad hinfahren, weil das gehört einfach dazu, glaube ich, als Motorradfahrer, dass du einmal am Nordkap warst. Und dort hast du es ja dann teilweise auch, dass du nachts um 23 Uhr bei Sonnenschein spazieren gehen kannst. Und eine solche Polarnacht, also ich glaube, man sollte das einfach mal erlebt haben. Aber ja, also ich sag mal, der Bereich ist jetzt nicht umsonst nicht gerade der bevölkerungsreichste Fleck der Welt. Um es mal so auszudrücken. Ja, es ist, also die Leute, die da leben, leben halt da und haben sich damit arrangiert. Und aber ich glaube nicht, dass einer sagt, oh, ich ziehe jetzt mal ans Nordkap, weil da ist so schön, als schon hell immer. Kann ich den ganzen Tag arbeiten. Oh, oh, oh. Oh, mal hin. Also ich weiß nicht, was ich hier mache, aber das mache ich, glaube ich, ganz gut. Naja, die Fahrerei. Also manchmal sollte ich mir auch einfach ein bisschen besseres Terrain aussuchen. Warum geben sie uns eigentlich nicht einfach so einen Gleiter mit? Na komm schon, komm schon, komm schon. Hol Luft, hol Luft. Vielleicht sollte ich auch nicht jede Strecke mit dem Fahrzeug befahren wollen, aber es ist doch schon. Ja, hol Luft. Auf geht's. Nochmal. Komm hoch, hoch, hoch. Ja. Sehr gut. Und da hinten schön die Sonne. Oh. Ah, das ist ja interessant. Eine Maya-Ruine, Inka-Ruine, eine. Wusste gar nicht, dass die Ägypter hier gewohnt haben. Sind auf jeden Fall eine gesicherte Kiste, haben wir hier ein bisschen. Keine Feinde in der Nähe. So, ein Artefakt, was wir bergen können, müssen, sollen, dürfen. Scheiße. Muss auch erstmal einen Zugang finden. Scheiße. Bergung fehlgeschlagen. Eine proteanische Datendisk haben wir gefunden. In der Kiste befinden sich eine kleine proteanische Artefakte, darunter auch eine intakte proteanische Datendisk. Sie scheint in hervorragendem Zustand zu sein. So, dann haben wir hier nochmal eine mittelschwere gesicherte Kiste. Aber auch kein Problem. Guck mal da. Präzisionsgewehr, Equalizer. Bisschen Kleinkram. Vielen Dank, liebe Menschen, dass ihr uns das alles hier gelassen habt. Medigel können wir natürlich auch nochmal einpacken. Also ich sehe schon, ohne das Überbrücken. Scheiße. Du kriegst, glaube ich, auch immer eine Strafzeit. So. Sturmgewehr. Und noch ein Technik-Kit. Ah, ein Kampfscanner. Ein Rüstungsupgrade Exoskelett 4. Sehr schön. Vielleicht sollten wir mal den Kampfscanner irgendwem einbauen. Können wir dieses Ding eigentlich noch begehen? Vielleicht können wir uns das mal angucken. Kann man da hoch? Da kann man hoch. Lauf zur Spitze. Gibt aber hier nichts zu sehen. Gehen Sie vor. Ja, mache ich doch immer. Okay. Ja, dann gehen wir mal ein Häuschen weiter. Mal schauen, was es hier noch gibt. Ich meine, sehr schön sieht es ja hier aus. Das erinnert mich ein bisschen einfach an Halo. Ist auch ein sehr schönes Spiel. Also hier sind zwei Zivilgebäude und eine wissenschaftliche Einrichtung und Trümmer. Fangen wir mit denen mal an. Zwischenzeitlich jetzt, ich mache ja momentan so ein bisschen so einen Aufnahmemarathon. Einfach damit zu tun, ich habe momentan mal ein bisschen Urlaub. Und habe jetzt auch einfach mal die Zeit und die Lust auch vor allem, mal wirklich viel weiter zu zocken. Watch Dogs weiß ich noch nicht, ob ich das Let's Play fortsetzen werde. Kann ich auf dem Weg auch nochmal kurz ansprechen, weil ich immer über meine anderen Projekte spreche beim Aufnehmen, während hier groß nichts passiert. Und ja, Watch Dogs weiß ich nicht, ob ich das Projekt als Let's Play weiterführe, weil zum einen ist es schon ein halbes Jahr oder so, wo ich jetzt am Machen bin. Andererseits würde ich es ungern abbrechen.
Aber ja, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was ist denn hier los? Ich glaube, hier müssen wir mal Hang abwärts, würde ich sagen, ne? Naja, klappt ja ganz gut. So, dann fangen wir mal hier an. Ja, und... Aha. Sieht verlassen aus. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das sieht huskisch aus. Verdammt! Die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. So sehe ich das auch. Kann man in das Gebäude rein? Man kann rein. Es sieht jetzt auch nicht so groß aus. Ich hoffe nur, dass sie nicht noch unterirdisch wohnen. Natürlich wohnen sie unterirdisch. Okay, würde ich sagen. So. Hi. Okay, da brauchen wir erstmal... Ich glaube, er war der Koch. Hm. Hau ab. Ich glaube, hier müssen wir mal ein bisschen draufhalten. Scheiße. Scheiße, Mann. Komm her. Schön, dass sich Caden einfach totschlagen lässt. Kackvieh, halt's Maul. So. Ich hoffe, das war jetzt nicht nur alles für eine Kiste, die hier rumsteht. Präzisionsgewehr und Krams drin. So, hier ist noch irgendwas. Präzisionsgewehr, Mittelschwert Turianer, Agent 4. Schlammkanister, also hier ist nur ein bisschen Loot, möchte ich sagen. Ja, bei mittelschwere Rüstung bin ich ja weit hinaus. Da hinten geht es nochmal ein bisschen weiter. Eindämmungszelle. Oh, wir hatten auch einen Stufenanstieg. Fällt mir auf dem Weg gerade ein. Zwei Talentpunkte mal wieder. Schmeicheln ausmaximieren. Spectre Training ausmaximieren. Einschüchtern. Präzisionsgewehr. Die Schrotflinte gefällt mir auch sehr gut. Fitness. Wo machen wir da weiter? Ja, ich würde sagen, wir haben in letzter Zeit sehr viel Kampfsachen geskillt. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen mehr auf die sozialen Dinger mit John. Also mit Shepard natürlich, meine ich. So, Medizin. Verbessert die Nachladezeit der Squad-Heilung. Verleiht die Fähigkeit Neuralschock. Sollte er also auf jeden Fall ebenfalls können. Heben wäre zwar auch nicht schlecht, aber... wir machen mal erweiterte Erste Hilfe. Und ich weiß immer noch nicht, wie man das aktiviert. So, er hat ja 3 Punkte frei. 2 Sachen hat er schon ausmaximiert. Sturmgewehr wollen wir ihm, glaube ich, weiter erhöhen. Beziehungsweise Erste Hilfe. Nachladezeit, Medigil kosten 1 Einheit. Ja, da muss halt immer einer dabei sein, der das auf jeden Fall gut kann. Ihm geben wir mal hier ein bisschen... Das Sturmgewehr machen wir bei ihm noch voll. Und Shepard werden wir natürlich auch noch... Schwere Menschenrüstung, eine 4er, eine 5er Schrotflinte, ein Präzisionsgewehr, Naginata, das kennen wir alles schon. Schauen, ob es da oben noch was gibt. Den Kampfscanner wollte ich ja auch irgendwem einbauen, ne? Wo kommen das nochmal hin? Hier wahrscheinlich. Ne, das war Präzisionsgewehr. Rüstungsupgrade, Notfallinterface. 2 haben wir da drin, wir haben schon Energiegewebe 4. Macht, erhöht den Schutz von Biotik. Oh, das klingt ganz gut hier. So, gerade mal gucken, Granatwerfer. Waffenupgrade, Kampfscanner 4. Feinde nutzen Störtechnologien. Okay, dann packen wir uns hier mal den Kampfscanner. Wobei, wir können das ja immer umbauen, wie wir es gerade brauchen.
Deswegen würde ich fast sagen, wir machen hier mal Laufverlängerung. Einfach mehr Schaden zu veranstalten mit dem Ding. So, und die Phasenmunition können wir jetzt auch mal zugunsten von Kryo-Munition rausschmeißen. So, aber hier im ersten Stock. So, noch ein Waffenspind mit einer leichten Überbrückung. Wo nicht sehr viel drin ist. Hm. Da vorne ist noch eine Erste-Hilfe-Station. Können wir unsere Medigel-Vorräte... Ja, haben wir ausmaximiert. Oh, plus 4 Medigel. Wir können leider nur 6 mitschleppen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Naja. Okay, ansonsten ist hier nichts mehr. Reicht. Oh, nee, da hinten ist noch ein fehlerhaftes Objekt. Und noch eine Türsteuerung. Wo kamen wir denn her? Hier nicht, glaube ich. Polonium-Munition, ach schön. Ne, hier geht's raus. Warte mal. Vielleicht gibt's hier hinten noch was. Ne, hier haben wir alles untersucht. Okay. Ja, dann gehen wir wieder. Das war jetzt hier nicht so viel. Ich weiß halt nicht, ob hier überhaupt noch eine Nebenmission war, aber wenn ich dann schon in so einem Bereich bin, dann mache ich gleich hier alles weg. So, und hier soll noch hier die Trümmergeschichte, soll hier auch noch irgendwo rumfliegen. Und zwar hier hinter diesem kleinen Hügel. 83% nur noch. Wir haben den Marco schon ganz schön auseinandergenommen. Ah, der Vorteil ist natürlich, wir können ja jederzeit auch wiederkommen. So, was bist du denn? Lass mich sehen, wessen Geisteskind du bist. Eine abgestürzte Sonde. Wollen wir eben noch, ebenfalls nochmal manuell... Ach, du ahnst es nicht. Da ist eine... Da ist eine Lücke. So. Stabilisator, Munitionsab... Oh, das ist schön, schöne Sachen drin. Aber da kannst du halt auch dich eine komplette Folge eigentlich nur mit Upgrades beschäftigen. Wenn du da wirklich alles optimieren willst, deswegen gucke ich schon, klar, so Munitionsupgrades wie jetzt hier, dass ich die ganze Zeit mit der Pumpe mich wundere, dass ich mit der Phasenmunition keinen Schaden mache. So, wir haben zwei Ziele hier zur Auswahl. Komm, schaff dich hoch. Ja, zieh, komm, hol Luft. So, hier sind auch überall die Haskstäbe, also hier ist alles ausgelöscht worden von den Drecksviechern. Die lassen sich zum Glück ja relativ schnell zusammenschießen. Hi. Irgendwo ist noch einer, nee, das war's. So, hier ist ebenfalls noch eine Forschungsstation, was wir hier drin erwarten, das dürfte klar sein. Aber wenn wir nicht reingehen, geht vielleicht irgendjemand rein, der dann keine Chance hat. Also. Ja, und hier sind schon die ganzen Haskstäbe. Und da weißt du schon, was dich da drin erwartet. Und genau hinter dieser Tür wird wieder die Hölle losgehen. Wir haben keine Granaten mehr. Muss unbedingt Granaten kaufen. Ich versuche mal vorsichtig anzupullen. Aber es ist natürlich so verwinkelt. Scheiße, und ich habe die falsche Waffe in der Hand. Komm. Gleiches Schluss. Da kommen die nächsten von rechts. Komm. Zurück. Brauch andere Waffen. Komm. So, Caden ist noch da. Der hat sich gleich ordentlich zurückgezogen.
Garrus hat es natürlich dann klein gemacht. Wir müssen unbedingt Sturmgewehr skillen. Ah, das ist die Kryo-Munition, wo dann die Gegner zu Eis werden. Ich bin da Iceman, Baby. So, hier ist eine Art Konsole in der Mitte. So, wahrscheinlich alles hier so ein Hassgedöns. Das Gute ist, wir können alles hier erfassen, wir können alles scannen. Hier geht es nochmal weiter und da hinten ist ein Ausrufezeichen, also... Ja, und Caden buggt auch wieder, also nur Garrus läuft wirklich mit. Das heißt, wir könnten dann auch tatsächlich die Liara mitnehmen. So, wenn da das Ausrufezeichen ist, gehen wir natürlich zuerst hier lang. Ein leerer Raum. Yay. Holodeck oder was? Und schauen wir mal, was hier gibt. Terminal, Kiste, Technik-Kit. Also auch wieder so ein Loot Heaven. So, Präzisionsgewehr, bisschen Rüstung, Sprengstoff, Granaten-Upgrade, Sprengstoff 4, das ist gut. Ich würde nur gerne noch mal mehr Granaten mitnehmen können. Ein User-Kit, Bio-Verstärker Solaris 5 und Unity 5, das ist schon mal sehr gut. Die gucken wir uns gleich mal an, Bio-Verstärker. Ach, scheiße. So, 7 Sekunden noch, mal gucken, ob wir da irgendwo reinkommen. Nee. War zum Glück haben wir genug Universalgel. Ist auch immer das Schöne, ob man sich halt das Minigame gibt oder nicht. Ein kolonianes Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Und wir laden die Logs herunter. So, hier ist noch ein fehlerhaftes Objekt. Munitionsupgrade und Wolframladung. So, die Bio-Verstärker. Zeig mal her. Caden. Ach nee. Caden ist er hier. Unity 4. So, Bio-Verstärker Solaris 5. Oder Unity 5. Er hat einen Unity 4 drin. Der Unity 5 hat ein bisschen besseren Abkühlbonus. Dann nehmen wir den mit. So, Universalwerkzeug hat er ja schon das richtig Gute. Das Terminal haben wir gesehen. Haben wir also auch die Sache hier mit den Kolonisten aufgeklärt. Warum ist das Ausrufezeichen noch da? Das verwirrt mich. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, das ist doch schön. Also alles hier wieder... Die geht, haben zugeschlagen, möchte ich sagen. Alles ausgelöscht. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Alle Ecken wollen wir nochmal durchsuchen. Hä? Hochsteigen. Ach ja. Stimmt, man konnte ja über so Hindernisse drüber steigen. Gut, dann können wir das hinter uns lassen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge erkunden wir mal ein bisschen weiter. Caden ist hier festgebackt. Schön. Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, das ist halt schade, aber das ist halt sehr altes Spiel. Es ist halt technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand.